Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Tavern Mask. Willkommen in Mordys Taverne. Setzt euch, gönnt euch einen Drink eurer Wahl und schaut gemütlich zu, wie wir heute vielleicht die Taverne abfackeln. Nein, kleiner Scherz am Rande. Okay, man sagt mir gerade, es hat jemand schon geschafft, einen Schaden hinzulegen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch bisher soweit. Ich habe noch nicht reingeguckt. Wir sind momentan so ein bisschen am Überarbeiten. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ne? Dass die Marin über einen Plan bearbeitet oder erstellt. Und das Ganze ist jetzt soweit fertig. Das wird gerade noch in einem Feinschliff gepackt und wird dann gleich quasi Richtung Community-Tab gepackt. Ach, der ist schon da, wird mir gerade gesagt. Okay, ja, während ich jetzt hier noch nebenbei versuche, die ganzen Videos einzuplanen, die ich jetzt hier noch vorbereitet habe. Ja, also da bin ich nämlich jetzt gerade auch noch zugegangen. Ich muss mir noch ein paar Videos einplanen und hochladen und fertig machen. Ich bin da nicht hinterhergekommen. Das ist interessant. So, auf der Etage sind einige Sachen leer. Leute, ich habe kein Geld. Kauft, Freunde, kauft. Kauft, was das Zeug hält. Der Mordi braucht Geld, damit ich euch bewirten kann. Und der Met ist auch leer. Leute, warum ist denn der Met leer? Das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja. Wir hängen alle unterm Tresen und saufen mit. Mal ganz ehrlich, was würdet ihr davon trinken, wenn ihr sagt, okay, ich gehe in eine Taverne und ja, ich hätte da Bock drauf. Also ganz ehrlich, Met wäre ich definitiv dabei. Limonade, kommt drauf an, was das für ein ist. Wein, bin ich jetzt nicht so der Freund von Ale? Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal probiert habe? Cider sagt mir überhaupt nichts, aber Milchtränke kann man auch. Cider ist Apfelwein. Oh, Apfelwein würde ich auf jeden Fall mal probieren. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Jetzt klingelt mein Handy gerade die ganze Zeit. Open-World-Spieler. Also das musst du wissen, bevor du Enchant kaufst. Zu spät! Das muss ich nicht wissen. Das steht schon auf der Liste. Steht schon. Die Liste ist noch nicht gekauft, das ist richtig. Die Liste ist alles halb gekauft, es wird eine sehr teure Liste, aber... Genau, also genau, wir haben ja noch Käse, genau, wir müssen mal gucken, wir haben ja noch Käse, ne? Aber wir haben jetzt keine Sachen für Käse, ne? Ne, wir brauchen Käse, wir müssen die Abenteurer-Dinger kaufen und die kaufe ich jetzt auch. Den Parable habe ich sogar und ich habe es nicht einmal gespielt. Ah, okay, gut. Ja. Ja, ja, es ist eine andere Runde. Das könnte man im Livestream zum Beispiel immer mal machen mit der Community. So, wir brauchen Käse, Freunde. 173 kostet nämlich das Ganze. Dann müssen wir warten, bis wir das haben. Dann können wir auch das nächste Event machen. Ne? Was brauchen wir denn für Käse? Weinverkostung. Da brauchen wir 10 Käse. Rezept haben wir. Das wäre jetzt das nächste, was wir in Angriff nehmen könnten. Aber wir brauchen jetzt erstmal Geld. Das ist erstmal das Wichtigste. Deswegen werden wir natürlich nach und nach ausbauen. Ja, ich setze sie gleich um. Lass mich doch erstmal hier fertig machen. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja, ist Pech, wenn sie, dann könnte ich die eigentlich auch umsetzen. Auch die nächste Etage. Und dann passt das hier nicht mehr mit dem. Doch, ich kann hier noch eine ganze Reihe Tische machen. Dann packe ich das Wasser darüber. Ja, die Treppe kriegen wir auch noch. Ja, ja, das weiß ich. So, wir brauchen jetzt... Goldene brauchen wir. Ja, die habe ich noch nicht. Da bin ich gerade dabei, die Treppe zu erforschen. Aber... Ja, aber die Treppe haben wir noch nicht. Da sind wir noch dran. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ja. Das ist doch schön. Ja, gut. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Deswegen dauert das jetzt momentan ein bisschen. Also Ansehen haben wir jetzt erstmal... Ja, fast genug, würde ich schon sagen. Obwohl, was ist denn das nächste? Wo kriegen wir den Goldenen? Wir müssen gucken, dass wir die Goldenen bekommen. 3750. Das heißt, das Ziel ist es jetzt in den nächsten Tagen auf 4000 Ansehen zu bekommen. Das heißt, in den nächsten Aufnahmen, dass wir die erreichen. 30.000? 30.000 wäre das Höchste natürlich. Also sagen wir mal, 4000 Ansehen wäre jetzt so das, was wir erreichen wollen. Und wir brauchen natürlich Bohnen. Ja, ich brauche Geld, sonst kann ich nichts kaufen. Immer noch, ja, Geld. Ja, habe ich. Habe ich das schon gemacht, aber ich muss trotzdem meine Kosten zahlen jeden Tag. Bringt es mir nicht viel, wenn ich da versuche, was einzusparen. So, wir haben jetzt schon... Ach ja, wir werden jetzt erstmal gleich Käse schicken holen, ne? So, jetzt sind wir schon bei fast 2,5. Ach, die sind schon wieder weg hier.
Die kommt jetzt morgen früh wieder. Ey, sollte mich verarschen oder was? Kommt jetzt morgen früh wieder? Ja, ich weiß. Das ist wegen dem Event, weil ich noch keins gemacht habe. Und ich möchte jetzt auch gerade keins machen, weil ich erstmal den Käse holen möchte. Weil die bringen mir jetzt momentan nichts, weil ich brauche die hier, die Gäste. Dann brauche ich das Event momentan nicht machen, weil ich sonst komme ich mit meiner Forschung nicht weiter. $200 bekäme ich dafür. Ja gut, dann machen wir das morgen mal rein. Dann kann ich hier noch nebenbei ein paar Sachen machen. Ich hatte ja in der letzten Folge auch ein paar Screenshots gemacht für Tavern Master. Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich kein passendes Logo finde. Und muss jetzt halt die Standardbilder nehmen, was mich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Bleibt dann halt in dem Fall leider so. So, 200 habe ich. Jetzt habe ich nur 20. Das bringt man bei. Aber ich kann hier die Sachen gleich laufen. So. Die muss ich gleich rausschicken, damit wir Käse bekommen. Ich möchte eigentlich. Oh, ich hätte nach Käsekuchen gerade gucken sollen. Das stimmt auch wieder. So, sobald wir genug haben, gehen wir Käse holen. Ja, aber ich will auch Käse haben. Damit wir Weinverkostung machen können. Hä? Weinfass, ja. Das haben wir. Ja, deswegen, das hättest du ja auch schenken können. Intelligent arbeiten. Das ist eine andere Frage, da muss ich gleich gucken, ob das voll ist. Wein ist fast voll. Limonade ist halb voll. Aber wie gesagt, ich habe momentan jetzt nicht das Budget, ne? Also ich habe Kosten von momentan 1089 im Tag. Ja, aber ich will halt das nicht weiter erhöhen. Das könnte ich auch machen. Da kriege ich ja weniger Kunden. Alles seine Vor- und Nachteile. Müssen sie auch so erstmal Geld machen. Aber ich mache generell nicht genug Geld, weil ich habe immer noch diese Gammeldinger und kriege dadurch nicht genug Ansehen. So, 155. Ja, ich tausche die jetzt noch nicht aus. Wo habe ich denn jetzt... Achso, falsches Ding hier. Teppich hier. Was kostet immer nicht so viel? Er gibt alles 30. Was haben wir denn irgendwas, was... Weil damals gab es doch einen Teppich, der relativ günstig war und viele Punkte bekommen hat. So, jetzt haben wir 2440 schon mal. Es wird doch so langsam. Mühsam ernährt sich das Mordi. So, minus 392. So, nächster Tag hinterher. 934. Ach, mühsam ernährt sich das Mordi. Es wird so langsam. So, was haben wir denn? 94 am Tag. Warum? Viel. Teilweise bewölkt. 10%. Jetzt haben wir noch 94 Gäste, weil ich zu wenig Leute habe hier. Nochmal eine dreiköpfige Band. So, unter 100 will ich gar nicht gehen von den Leuten her. Ja, ich habe auch deutsche Uhrzeit drin. Mach kein Budget, das ist der Wahnsinn. Menü! Er hat alles abgeändert. Guck dir die ersten Folgen an. In den ersten 4 Stunden, wie viel wir da an Geld hatten. Ja, da muss er. Für die 400 Liter beliebige Getränke nach. Kann ich nicht. Weil das ist nur der normale Modus. Das ist noch nicht der schwere Modus.
Das ist nur der normale. Ja, ja. Aber wir sind nicht mal ganz ausgelastet heute. Deswegen sage ich ja, ob man immer weiter kaufen muss, weiß ich jetzt nicht. Also ich will es jetzt erstmal nicht machen. Wir sind gerade mal zu 35% belegt. Ja, ja, das ist das halt. Ja, du musst halt alles... Er hat sehr viel geändert über die Zeit. Ja, es ist ja auch nicht verkehrt, dass man das ändert. Aber wir könnten, wie gesagt, auch noch zur Not... Man könnte ja auch zur Not sagen, hier, man geht mit den Preisen nochmal runter. Preise ändert. Haben wir jetzt hier 5? 110, guck mal hier. Geh mal von dem Met bisschen runter. Ja, machen wir gleich. Alles nachfüllen, machen wir mal direkt. Siehst du, guck mal, alles aufgefüllt. Und der Tag ist schon wieder rum. Alter, Leute, was ist denn hier los, der gebratene Fisch? So, nächster Tag beginnen. Es regnet! Oh nein! Es gewittert sogar, was? Es gewittert, Freunde. Gewitter! Überall Gewitter! Das gibt's ja gar nicht. So, 62 Gäste. Alter. Ja, das Event, das können wir uns jetzt erstmal schenken, weil das, da sehe ich jetzt keine Möglichkeiten. So. Nein, wir haben noch 2 Punkte. Der Hauptgericht, der kauft eine Bibi-Zutat 50 Mal. Und ja, davon kann ich hier nichts kaufen, weil ich kein Budget habe. Das ist so nervig. Ja, ich weiß, dass Kistsachen fehlen, aber ich kann es mir momentan nicht leisten. Und das bremst uns einfach aus von dem Budget gerade aktuell. Und das Wetter haut uns auch einfach raus. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es einfach ist. Es wäre, also die ersten Staffeln oder die erste Staffel, die wir gemacht haben, war es einfach zu einfach. Wir haben, glaube ich, auf so schneller Zeit haben wir bereits so viel Geld gehabt, dass es ja, langweilig geworden ist. Aber es war damals auch noch eine Early Access in dem Fall. Ja, so ist das auch richtig. So sollte das auch gemacht werden, dass du dich immer wieder mit den Leuten unterhältst und die Sachen austauscht. So ist das ja auch richtig. Was? Ja. Ich werde jetzt auch nur die Staffel machen und jetzt versuchen die alles freizuschalten. Und dann denke ich, wird das auch wieder gewesen sein. Aber wir haben gar nichts mehr, ne? Wir haben einfach gar nichts mehr. Oh, Leute. Ja, ich glaube, wir müssen hier die Bahn komplett runter reduzieren auf einen. Geht momentan nicht anders. Hier. Was nehme ich eigentlich auch jeden Tag Geld? Ja, ich kann sie momentan ja nicht rausschicken, weil ich habe nicht mal Budget gehabt, die rauszuschicken. Ja, was andere spielen wir zu möchten. So, was haben wir denn hier? 10? So. Geht ja momentan nicht anders. So, was haben wir denn hier? Und? Yeah, wir haben 250 dazu bekommen. Neues Rezept haben wir jetzt bei 80 fast. Ja, jetzt haben wir 118 am Tag. Das sollte reichen erstmal für den Anfang. Weil ich kein Geld habe. Ja, wenn ich die 2,5 hätte, würde ich einiges ausbauen. Die habe ich aber leider nicht. Ja, immer so. Ich muss jetzt eh erstmal warten, bis wir hier weitermachen können. Das ist halt das Problem. So, Freunde, sieht's aus hier. 87 Euro, da ist schon wieder jemand Level. Alter, ihr macht mich noch arm, ey. Meine Güte, Mathilda. Was soll ich nur mit dir tun hier? Mathilda. Tragend. Machen wir erhöhen hier. Unser Togo-Tresen, der ist auch so mehr oder weniger unterwegs hier, ne? Er ist immer nur Togo. Ja, ist nicht. Ich finde das nicht verkehrt mit dem Togo-Tresen.
Und schon wieder jemand Level Up. Leute, hör auf! Mach nicht sowas. Ja, wir kommen halt nicht weiter mit der Forschung, ist das Problem, ne? Weil wir brauchen hier 21. Hier brauche ich 50, da brauche ich 30. Also ich muss langfristig gesehen ausbauen. Anders geht's nicht. Ja, was? Dann muss ich aber die abbrechen. Ja, aber selbst dann bringt mir das doch nichts. Wo soll ich denn hingehen? Da brauche ich Golden. Da brauche ich die anderen. Obwohl, 31 Gäste pro Tag wäre auch nicht schlecht. Ach, man behält das sogar. Ist das ja geil. 21 Gäste pro Tag wäre nicht schlecht. Ach, wo Küchen Level 2? Ja, sehe ich jetzt schon. Ja, ja. So, was muss erstmal hier auffüllen hier? Lass mich erstmal alles auffüllen hier, damit was hier. Jetzt haben wir gerade das Budget. Genau, geht alle. Geht weg. Lass mich hier meine Sachen auffüllen. Ich brauche mehr Deko hier. So, mehr Teppiche. Was habe ich denn hier? 100. Ein Teppich könnte ich sogar noch kaufen. Auch die Teppichpreise hat ja angepasst, ne? Meine ja. So, 2740. Meine, das hat er auch angepasst. Das ist schon scheiße, wenn du jeden Tag mit Minus startest. Ja, ich will jetzt kein Event machen. Wir müssen gleich mal Käse holen. Ja, müssen wir gleich machen, wenn wir Geld haben. Kriege ich auch das nächste Rezept mit 80. Wo ist das mit Deko? Hier sind wir bei 75. Reicht nicht. Ja, das geht ja von alleine, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Ja, Eventessen haben wir noch nicht. Wir müssen erstmal auf den grünen 2 kommen, bevor wir hier irgendwas weitermachen, ist das Problem. Ich muss mich erstmal richtig hinsetzen hier. Das dauert ja momentan alles ein bisschen. Echt, das ist schon da. Was erwartest du da? Nee. So, wir hauen mal hier ein bisschen weiter Deko raus. Ich habe nicht genug Geld. Was haben wir gerade? 4000 wollten wir erreichen. Nee. Gib mich jetzt hier nicht dazu. Ah. Der gemeine. So, 75. Wir könnten einen Banner hinstellen. Wir könnten auch sowas hier hinstellen. Schriftrollen, Bücherregal. Wo haben wir denn die Küchendeko? Einfach in die Ecke packen hier. Ja, jetzt haben wir den Punkt. Endlich. Sag mal gleich, was ist das denn für ein Rezept? Hier sehe ich gar nicht. Oh, Erdbeerkuchen wäre jetzt auch geil. Wir sprechen hier von Essen, Alter. Und ich habe noch nicht wirklich viel gegessen heute Morgen. Ja, was soll ich mit Keks? Ich mache gleich eine Pizza. Holen wir mal eben den Käse, würde ich sagen, wa? Was haben wir denn jetzt noch? Wir können auch noch die Erdbeeren holen. 74. Komm nicht nah genug dran. Ja, solltest du mal zum Arzt gehen, wenn du sowas hast. Könnte ansteckend sein. Ey, nur noch minus 330, sehr schön. Erreiche 141 Gäste pro Tag, 134. Ah. 142, so. Der kennt deine Möglichkeiten.